Hinter dem Tod des jungen Davidi steckt ein böses Schicksal. Der geistig zurückgebliebene Davidi, Aushilfe in der Wäscherei seiner Tante Maria Pia, geht Paola Brunetti zur Hand und trägt ihr die Wäschepakete nach Hause. Vor Paolas Augen kollabiert der Junge und stirbt kurz darauf. Davides gläubige Mutter Anna gibt an, ihr armer Sohn hätte keinen Lebenswillen mehr gehabt, weshalb sie ihm Beihilfe zum Suizid gewährt hat. Daran mag die geschockte Frau als Kommissario nicht glauben. Auch Brunetti wird immer misstrauischer, zumal der Staatsanwalt den Fall auffallend schnell abschliessen will. Paola sorgt mit einer Falschaussage dafür, dass er mir weiterhin ermitteln darf. Trotz böser Story betulich gemacht. Und für die nur mässig überraschende Auflösung sorgt Kommissar Zufall in Gestalt eines ganz schnöden Computerprogramms.